Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Alles, was du als erwachter Mensch wissen musst. Die zwölftdimensionalen Schöpfer, ein nicht-physisches kollektives Bewusstsein, gechannelt durch Daniel Scranton, übersetzt von Wolfgang. Wir sind für euch da. Wir sind die Schöpfer. Wir sind ein zwölftdimensionales Kollektiv nicht-physischer Wesen und wir sind hier, um zu helfen. Ihr habt jederzeit alles, was ihr braucht, und ihr werdet auch jederzeit zu dem geführt, was ihr in euch habt. Eine der Möglichkeiten, wie ihr zu eurem Inneren geführt werdet, ist, wenn ihr von einem Lehrer oder einer Lehre desillusioniert werdet. Letztlich wollt ihr an euch selbst glauben, an eure Fähigkeiten und an eure Verbindung zu dem, was ihr wirklich seid, nämlich die Quellenenergie. Wenn ihr euch zu sehr auf die Verbindung eines anderen mit der Quelle, die wir alle sind, verlasst, besteht die Gefahr, dass dieser Mensch, dieses Wesen oder dieses Kollektiv vom Sockel gestoßen wird. Viele Menschen verlieren in solchen Momenten den Glauben und geraten in eine dunkle Nacht der Seele, aber wenn sie sich erholt haben, vertrauen sie eher sich selbst, gehen nach innen und werden zu ihrem eigenen Führer. Es gibt andere, die euch helfen, und ihr könnt Bestätigung und Ratschläge von außen erhalten, die mit euch in Resonanz gehen und euch helfen zu erkennen, dass ihr die ganze Zeit recht hattet. Es gibt immer einen Platz für spirituelle Lehren und spirituelle Lehrer, aber ihr wollt letztendlich verstehen, dass ihr eure eigene Führung und Verbindung habt und manchmal erschafft ihr euch selbst Szenarien, um euch daran zu erinnern. Ihr wollt erkennen, wer und was ihr wirklich seid und dass der Weg zum Himmel in euch liegt. Und deshalb setzt ihr manchmal alles auf eine falsche Karte. Vielleicht werdet ihr denken, dass euch das viele Geld, das Haus, der Ehepartner, das Auto und der Ruhm Glück und Erfüllung bringen und ihr euch so fühlen könnt, wie ihr es euch immer gewünscht habt. Und wenn diese Dinge scheitern, muss ein Mensch auch die Erfahrung der Desillusionierung machen und sich dem Licht zuwenden, das in ihm ist. Letztlich wäre es viel einfacher, wenn man euch allen schon in jungen Jahren beibringen würde, dass ihr die Quelle seid, dass alle Liebe, die ihr euch jemals gewünscht habt, in euch ist und dass ihr nichts und niemanden außerhalb von euch braucht, um euch zu vervollständigen. Aber manchmal findet man es im Laufe des Lebens heraus und erkennt, dass alles seinen Platz auf eurem Weg hat. Nichts ist jedoch wertvoller für euch als das, was ihr jederzeit in euch selbst pulsieren lasst. Deshalb ist es so kraftvoll, sich zu verlieben. Sich zu verlieben erinnert euch daran, wer ihr seid. Aber am Ende des Tages müsst ihr trotzdem erkennen, dass die Liebe, die ihr empfindet, wichtig ist und nicht das Objekt dieser Liebe. So geschehen wieder alle möglichen Dinge in euren Beziehungen, die euch hoffentlich wieder zu der Erkenntnis bringen, dass ihr dazu bestimmt seid, als die Liebe zu leben, die ihr seid, auch wenn nicht alles genau so ist, wie ihr es gerne hättet. Das ist alles, was ihr wissen müsst, um als spirituell erwachte Menschen ein Leben auf dem Planeten Erde zu führen. Wir sind die Schöpfer und wir lieben euch sehr. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.